Ja, guten Morgen, liebe Rock- und Metal-Gemeinde. Das war's für dieses Jahr. Wacken 2018 ist vorbei. Ja, was bleibt mir jetzt gerade noch so abschließend zu sagen hier auf diesem wunderschönen kleinen Örtchen, Platz. Ja, das war geil. Das habe ich mir gestern Abend noch angeguckt. Kurze Zusammenfassung jetzt schon mal. Also gestern war relativ viel auf dem Plan. Mexikaner, kann ich schon sagen, die habe ich leider nicht mehr gesehen. Aber ich war halt bei der Pressekonferenz zum Bericht von diesem Jahr und mit Ausblick auf nächstes Jahr. Da dürfen wir uns schon auf Powerwolf, Sabaton und eine Mix aus Iced Earth und Blind Guardian freuen, sprich Demon and Wizards. Sehr, sehr geil. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, was haben wir gestern Abend noch angeguckt? Arch Enemy haben wir ein Stück weit angeguckt. Dann natürlich den Höhepunkt des gestrigen Tages, Halloween, 2,5 Stunden Pumpkin Uniteds. Gibt einen Grund, warum ich die Augen noch nicht so aufkriege. Da flog echt richtig, richtig die Kuh. Gott, was habe ich denn gestern noch gesehen? War einiges. Also Samstag war der heftigste Tag. Ja, wie heißt es immer so schön? Nach dem Wacken ist vor dem Wacken. Ja, schön nach Hause fahren. Ihr merkt auch, Kamera halten ist noch nicht so gut. Nichtsdestotrotz, es war geil. Und wenn es mir möglich ist, komme ich nächstes Jahr wieder. Und ja, zum Abschluss stelle ich euch jetzt hier nochmal das ganz, ganz besondere Highlight des letzten Tages, des Samstags rein, dass meine Begleitung und ich hatten, zusammen mit noch ein paar anderen Jungs und Mädels. Macht's gut. Später. Stay heavy. Euer MK. Okay.